herzlich willkommen zur nächsten Folge der Panzerfahrschule. Mein Name ist Herr Nossi und heute habe ich wieder den Private Affenkopf zu Gast. Hallo. Ja, hallo zusammen, hi Nossi. Jo, worum geht's heute? Also das letzte Mal hatten wir ja die Durchschlags-, das heißt die Penetrationsmechanik durchgenommen und heute kümmern wir uns einmal um die Berechnung der effektiven Panzerung und dann einmal um die Normalisierung von AP und APCR. Ja, was heißt das? Ganz viele werden es vielleicht noch nicht gehört haben, aber dafür habe ich heute ja den guten Jan zu Gast und dann werden wir das euch jetzt mal erklären, wie das funktioniert. Leg los! Jo, kleine Korrektur, durch sind wir mit der Penetrationsberechnung nicht, da sind wir noch mittendrin und dabei. Ich denke mal, du zeigst jetzt auch gerade wieder unsere PDF, da ist dann wieder ein Bild zur Berechnung der effektiven Panzerung. Und zwar hattest du das ja auch im ersten Teil schon angesagt, der Panzerdurchschlagsindikator, also das Fadenkreuz, was dann grün, rot, orange wird. Das ist natürlich nur für den perfekten Einschlagswinkel, also das berechnet nicht noch automatisch euren Einschlagswinkel mit, sondern da müsst ihr selber drauf achten, wenn ihr schießt. Dazu haben wir kurz, wie gesagt, dieses kleine Bildchen hier. Da seht ihr in Rot die Granate, wie die auf die Panzerung trifft. Die Panzerung ist das Graue in quasi H. H ist da in dem Moment die Panzerungsdicke und wir haben dann auch den Einschlagswinkel mit dabei. Das ist der Winkel Alpha. Und genau aus diesem Winkel Alpha und eben der Panzerungsdicke H ergibt sich dann über die Formel T, also effektive Panzerung, ergibt sich aus H durch Cosinus Alpha. Also im Prinzip der Einschlagswinkel vergrößert dementsprechend die Panzerung an sich des Panzers. Das heißt, wenn ihr schießt, solltet ihr immer darauf achten, dass der Winkel Alpha möglichst klein ist, also möglichst immer gerade auf die Panzer schießen. Je schräger ihr anfangt, auf die Panzer zu schießen, jetzt ganz grob als Faustregel zu anfangen, desto schlimmer wird es für euch. In dem Beispiel haben wir jetzt hier genau den 60-Grad-Winkel genommen. Da wird die Panzerung nämlich mal eben doppelt so dick. Tja, das heißt, ich habe einen Panzer vor mir, der hat, ich sag mal, 50 Panzerung und ich habe eine Kanone, die hat, sage ich mal, ungefähr 80 Durchschlag und der steht dann nicht ganz gerade vor mir, da habe ich mit Zitronen gehandelt. Genau, und das trotzdem euer Fadenkreuz euch sagt, da ist grün. Ja, also wie gesagt, das Fadenkreuz, also der Panzerdurchschlagsindikator vom Fadenkreuz, der erkennt keine Winkel, der kann die auch nicht mit einberechnen. Und da müsst ihr selber drauf achten. Ganz, ganz wichtig. Ja? Also nur weil euer Fadenkreuz grün ist, auf den Winkel müsst ihr trotzdem achten. Das ist im Prinzip genau die Quintessenz und der Lerneffekt, genau aus dieser Mechanik. Immer schön auf den Winkel achten, immer möglichst gerade schießen und auch ruhig ein bisschen Geduld haben, also auch wenn der Panzer halt gerade scheiße steht, also der Gegner, dann einfach nicht trotzdem versuchen und dann eine Reload-Zeit oder sonst was riskieren, sondern einfach ein, zwei Sekunden Geduld haben und dann erst schießen, wenn es halt auch wirklich durchgeht, also wenn der Winkel passt. Ja. Das war es im Prinzip zur effektiven Panzerung, was das Schießen angeht. Zur Panzerung an sich kommen wir später natürlich auch nochmal, da gibt es noch ein paar Sachen mehr zu beachten. Und wir gehen dann einfach mal weiter zur Normalisierung. Denkt bitte dran, wir sind ja immer noch bei AP, APCR. Also alles, was wir letzte Woche gemacht haben und auch was wir heute gemacht haben, ist im Prinzip immer noch nur für AP und APCR. Und das nächste ist jetzt auch exklusiv, und zwar die Normalisierung. AP und APCR-Granaten unterliegen der sogenannten Normalisierung. Das ist im Prinzip, wenn wir uns das untere Bild zuerst angucken, nicht das obere, sehen wir da eine Granate, die hat vorne so eine Kappe drauf. Zwar ist das auch wieder angelehnt an eine reale Funktionsweise, die auch tatsächlich so eingesetzt wurde und auch noch eingesetzt wird. Ich lese das einfach jetzt mal vor, und zwar echte Funktionsweise vereinfacht. Die Kappe der Granate ist eckig und weich, das ist also ein anderes Material als die Granate an sich. Dies bewirkt, dass sich das Geschoss beim Aufprall in die Panzerung hineindreht. Wir sehen das in dem Bild ja ganz gut. Diese gestrichelte Granate im Hintergrund ist im Prinzip der originale Einschlagswinkel und durch diese Kappe, die ja auch diese besondere Form hat, dreht die Granate sich nochmal ein bisschen in die Panzerung hinein, sodass halt aus dem originalen Einschlagswinkel, haben wir ja oben gerade gelernt, anhand der Berechnung, also aus der originalen 290 mm Panzerung an dieser Stelle, eine 245 mm Panzerung wird und somit besser für uns ist. Ganz einfach. Das wird im Spiel jetzt auch einfach simuliert.
Und zwar erhält da die APCR-Granate pauschal eine Normalisierung von 2 Grad und die AP-Granate eine Normalisierung von 5 Grad. Also das wird einfach eurem Einschlagswinkel zugunsten dazu berechnet. Ganz pauschal, das unterliegt auch nicht keinem Zufallsfaktor, also kein RNG dabei oder sonst irgendwas, das gibt's immer. Ja, einfach 2 Grad für APCR und 5 Grad für AP. Sorgt halt im Spiel auch dafür, dass weniger Panzerung durchschlagen werden muss. Ganz einfach. Also um es ganz einfach zu sagen, ist, wenn jetzt ein Panzer vor mir steht, der steht in einem Winkel von 5 Grad zu mir und ich schieße mit AP drauf, wäre es so, als wenn ich geradeaus drauf zuballer. Genau, perfekt. Dann habe ich noch eine Frage, was ist, wenn der im 2 Grad Winkel zu dir steht und du schießt mit AP? Ne, negative Winkel gibt es ja in der Form eigentlich nicht, also dann bleibe ich aber 0. Genau, das Ding heißt Normalisierung, das heißt, ich nähere mich dem Normalwert an. Der Normalwert ist hier 0. Das heißt, du kriegst den Bonus auch nur bis zu 0, alles andere verfällt dann. Das würde es ja dann quasi auf der anderen, also wenn man das jetzt so rechnen würde, das heißt, du hast 2 Grad plus 5, wärst du bei minus 3 Grad, da hättest du einen schlechteren Winkel als vorher. Und das ist eben nicht der Fall. Ganz easy. Also das wird immer nur bis zum Winkel 0, bis zum perfekten Winkel gerechnet, alles andere verfällt. Die Frage kommt sehr häufig bei uns in der Schulung. Daher gehe ich da direkt mal mit drauf ein. Ja, natürlich. Dann gucken wir uns das Ganze mal im oberen Bild an, wie das dann konkret gerechnet wird. Wir haben also da im Prinzip unserer Formel von oben, haben wir dann einen neuen Winkel dazugepackt. Also das ist der Winkel Beta, alles andere ist ja genauso wie oben. Wir haben im Prinzip die ganz normale Panzerungsdicke H, wir haben den Einschlagswinkel Alpha. Der wird dann, wie gesagt, über den Normalisierungswinkel Beta einfach verbessert. Das sieht man in der Grafik ja ganz gut. Und dadurch erhalten wir dann im Prinzip die effektive Panzerungsdicke T. Also die wird dann direkt verbessert. Ganz easy. Also wir haben aus dem einfachen Bild ein etwas komplizierteres Bild gemacht, ist aber jetzt nicht so schwierig, oder? Nö, also da ich das sogar verstanden habe, denke ich mal, sollte das der Rest da draußen auch kapieren. Okay, das super. Alles klar. Gut. Achso, was ich noch vergessen habe zu APCR-Granaten, kann man das hier nochmal kurz einfügen, ist, die machen natürlich auch nur dann Schaden, wenn sie auch im Panzer landen. Deshalb machen wir den ganzen Klimbim hier im Prinzip. Also APCR-Granaten machen immer nur dann Schaden, wenn sie auch im Panzer drin landen. Also wenn ihr die Panzerung durchschlagen habt. Sonst machen die gar keinen Schaden. Entweder prallen die dann auch ab oder landen in der Panzerung. Jo, stecken geblieben. Genau. So, dann im Prinzip können wir weitergehen. Okay. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Wir haben ein bisschen jetzt noch. Ja, dann gucken wir uns doch direkt mal die weitere PDF-Datei an. Und zwar kommen wir dann zum nächsten Punkt. Abpraller. AP und APCR-Granaten teilen sich dieselbe Mechanik, was Abpraller betrifft. War, wenn der Einschlagswinkel, den wir oben ja gerade schon besprochen hatten, über 70 Grad ist, also wenn die Granate im über 70 Grad Winkel auf den Panzer trifft, dann prallt die automatisch ab. Da gibt es dann auch keine Penetrationsberechnung mehr. Das heißt, es ist egal, wie viel Penetration ihr in dem Moment hättet, die Granate prallt automatisch ab. Ich lese es einfach auch nochmal ganz kurz vor. Wenn der Auftreffwinkel eines AP- oder APCR-Geschosses nach der Normalisierung größer als 70 Grad ist, prallt das Geschoss automatisch ab. Ausnahme dazu ist Overmatch, das machen wir dann später. Für Heat-Geschosse liegt dieser Wert bei über 85 Grad, auch Heat machen wir nachher noch. Ein Abpraller kann auch an der Grundpanzerung stattfinden, wenn Schottpanzerung oder externe Module vorher durchschlagen werden. Auch das machen wir dann nachher. trifft ein Geschoss ein externes Modul, zum Beispiel Ketten oder Optiken, findet nie ein Abpraller statt. Also an einem Modul kann man nicht abprallen, es sei denn, es ist das Geschütz. Auch das machen wir später. Also da waren jetzt ein paar Sachen dabei, die wir halt noch später machen. Aber grundlegend ist das Wichtige dabei. Deshalb habe ich jetzt eine Frage an dich, Nossi. Wenn jetzt ein AP-Geschoss im Winkel von 72 Grad auf eine Panzerung trifft, prallt die dann ab? Wenn es vor der Normalisierung ist, nicht. Weil dann wären wir ja bei 67%. Das heißt, ich hätte noch eine Chance. Genau, wunderbar. Nee, genau das war wohl, genau darauf wollte ich hinaus. Ach, oh, okay. Nee, das ist nämlich, viele denken dann, ja, 70 Grad reicht doch, aber vergessen dabei dann die Normalisierung.
die wir ja gerade auch schon durchgenommen hatten, weil AP und APCR unterliegen ja der Normalisierung. Das heißt, der automatische Abpraller liegt also für AP nicht bei 70, sondern bei? Bei 75. Genau, und für APCR? Wäre es dann 72. Genau. Heißt im Umkehrschluss, das ist auch der einer der Unterschiede zwischen AP und APCR-Geschoss, ist halt die Normalisierung. Bedeutet aber im Umkehrschluss, dass ich gegen APCR-Geschosse leichter anwinkeln kann als gegen AP. Ja, weil es leichter abprallt, ne? Genau, einfach nur aufgrund der Mechanik. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der nachher bei, wenn wir dabei sind, wenn wir wie vermeide ich Schaden, der ist dabei ganz wichtig. Deshalb werde ich persönlich lieber von APCR beschossen als von AP. Eben genau aus dem Grund. Weil, wie gesagt, die bessere Penetration von APCR ist scheißegal, wenn sie halt einfach wegprallt. Das muss man sich immer vor Augen halten. Mit AP kann man im Prinzip, ganz Grundpauschalaussage, leichter Schaden machen als mit APCR. Einfach aufgrund dieser Tatsachen. Ja, wenn ich jemanden vor mir habe, der sich halt dann halt auch anwinkelt und so weiter halt oder weiß, was er machen muss oder halt einfach glücklich steht, ist es halt einfacher mit AP einen Gegner zu durchschlagen, wenn ich dann von der Penetration durchkomme, als mit APCR. Genau. So, ja, jetzt wieder ein Blick auf die Uhr. Alles gut. Okay, dann sind wir beim nächsten. Und zwar ist das Overmatch, hatten wir ja gerade auch schon angesprochen. Der automatische Abpraller findet halt bei über 70 Grad statt, beziehungsweise bei AP, APCR ab 5 Grad, 75 Grad, 72 Grad. Ausnahme dazu ist Overmatch. Overmatch bedeutet, auch das lese ich jetzt einfach mal wieder kurz ab, bei AP und APCR-Munition kann es zu Overmatch kommen. Dadurch wird die Normalisierung stark erhöht, sowie der Winkel, bei dem Munition üblicherweise abprallt, ignoriert. Wenn das Kaliber mehr als zweimal so groß ist, wie die Panzerung dick ist, wird der Normalisierungswinkel folgendem Faktor multipliziert. 1,4 mal Kaliber durch Panzerungsdicke. Okay, das war jetzt ein bisschen viel auf einmal und ein bisschen kompliziert. Was heißt das jetzt im Detail? Erstmal, Nossi, weißt du, was ein Kaliber ist? Ja, ein Kaliber ist im Endeffekt, also ein 122er Kaliber zum Beispiel, halt hat 12,2 cm Durchmesser. Also 122 genau. Millimeter Durchmesser wäre dieser Rohrdurchmesser von der Gun. Genau, Wikipedia sagt, das ist der Innenrohrdurchmesser, beziehungsweise die Breite der Granate. Also das ist, wie dick ist die Granate, die ich gerade verschieße. Hm. Ja, und jetzt wird's wichtig, Kaliber auf Panzerung bedeutet im Spiel eine Menge. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer 100mm Kanone auf 40mm Panzerung schieße, dann lande ich genau bei diesem Faktor doppeltes Overmatch. Weil die Panzerung wäre ja zweimal so groß, wäre sie ja 80mm und mein Kaliber ist größer als diese 80mm. Das heißt, hier kommt jetzt Overmatch zum Tragen. Das würde bedeuten, dass der Normalisierungswinkel sich krass erhöht, eben anhand dieser Formel. Wenn wir bei dem Beispiel bleiben, würde ich jetzt also diese 100mm mal eben durch die 40mm der Panzerung rechnen. Das heißt, ich wäre dann bei 2,5, würde das mit dem Faktor 1,4 multiplizieren. Ja. Wäre dann bei 3,5. Würde das jetzt nochmal mit dem normalen Normalisierungswinkel beispielsweise von AP multiplizieren, und das ist ja 5, also würde ich jetzt nochmal 3,5 mal 5 rechnen und dann hätte ich auf einmal einen Normalisierungswinkel von 17,5 Grad. Das ist ja schon eine ganze Menge. Das heißt, die werden ja im Endeffekt dann von dem Winkel abgezogen, ne? Genau. Also wenn du jetzt beispielsweise im 60-Grad-Winkel auf die Panzerung schießt, mit doppeltem Overmatch, bei 60 Grad, wie gesagt, ist die Panzerung eben doppelt so stark, würden jetzt 17,5 Grad statt den üblichen 5 Grad abgezogen. Das heißt, der Normalisierungswinkel wäre dann bei 46,5 Grad auf einmal statt 60 Grad. Tio. Das ist, was die Panzerung angeht, schon richtig viel weniger. Also die effektive Panzerung. Also der Winkel Alpha wird ja dadurch kleiner durch den Winkel Beta. Und der Winkel Beta ist auf einmal nicht 5 Grad, sondern auf einmal 17,5 Grad durch das Overmatch. Und dadurch wird es halt krass. Außerdem,
der Abpraller, der findet ja über 70 Grad statt. Normalerweise ist AP ja 75 Grad und über 75 Grad hältst du den Abpraller. Jetzt hast du auf einmal nicht 5 Grad Spielraum, sondern 17,5 Grad Spielraum. Das heißt, du würdest bei 87,5 Grad immer noch nicht abprallen. Ja, das heißt also, ich schieße einen Panzer, der im Prinzip, sage ich mal, fast gerade vor mir steht. Und ich schieße dem ja in die Seite in Anführungsstrichen rein. Was ich von der Seite noch sehe, habe ich immer noch die Chance, den zu durchschlagen. Genau, du hast zwar immer noch die Möglichkeit, in diesen 2,5 Grad, die überbleiben, zu den 90 Grad immer noch abzuprallen, aber die Chance ist wesentlich kleiner. Das ist besonders wichtig bei dünn gepanzerten Panzern oder wenn ihr Scouts als Gegner habt, die haben ja eher kleine, dünne Panzerung. Da könnt ihr fast aus jedem beliebigen Winkel drauf schießen. Das sagt man ja auch so grob, also der, ich nenne es mal Durchschnitts-BOTler, sagt ja auch, der hat so wenig Panzerung, da muss ich jetzt ja immer durchkommen. Das ist auch fast der Fall, aber auch, wie gesagt, dieses Beispiel verdeutlicht, das ist immer noch nicht immer. Ja, also ihr habt halt immer noch die Chance auf einen Abpraller, aber der Spielraum wird halt kleiner. Ihr solltet immer noch darauf achten, dass ihr auf gerade Stellen schießt und nicht einfach hektisch los anfangen zu ballern, nur weil ihr denkt, da komme ich ja sowieso durch. Weil da gibt es nämlich auch böse Überraschungen, wo dann auch Leute sich manchmal denken, was ist denn das denn für ein Scheißspiel? Ja, jetzt hat der schon so dünne Panzerung und meine starke Kanone kommt da immer noch nicht durch. Ist halt genau aufgrund dieser Mechaniken der Fall. Also nicht überbewerten, es ist zwar schön, aber immer auch da trotzdem noch lieber einmal genauer hingucken. Ja, was halt, glaube ich, ganz wichtig ist, man darf das wirklich auch nicht verwechseln mit Penetration oder so weiter, sondern es geht wirklich um die Kaliberdicke halt. Ne? Das muss man halt sich halt bewusst machen. Also egal, was ich an Penetration habe, jo, es kommt auf die Größe an, kann man sagen. Ja, das ist konkret richtig. Ja. Wir haben aber nicht nur den Fall des doppelten Overmatches, also wenn das Kaliber mehr als zweimal so groß ist wie die Panzerung, auf die ich schieße, sondern wir haben auch den Fall, wenn das Kaliber dreimal so groß ist wie die Panzerung, auf die ich schieße, dann gibt es keinen Autoabpraller mehr. Also ist mein Kaliber dreimal so groß, wie die Panzerung dick ist, dann gibt es keinen automatischen Abpraller mehr. Dann habe ich dieses Element ausgeschaltet. Dann kann ich wirklich, wie ich möchte, auf den Panzer schießen. Weil dann geht es mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit auch erst durch. Zwar habe ich dann, da gibt es immer noch theoretische Rechenbeispiele, wo das dann immer noch nicht der Fall ist. Aber ich sag mal, die sind so utopisch. Ab dem Moment, wo mein Rohr, also mein Kaliber dreimal so groß ist, wie die Panzerung dick ist und ich schieße halt AP, APCR, komme ich durch. Da kann ich dann von ausgehen. Bei mehr als zweimal so groß, also doppeltes Overmatch, gibt es halt immer noch einen Unsicherheitsfaktor, aber der ist bei mehr als dreimal so groß quasi negiert. Also dann kann ich wirklich Augen zu und abdrücken. Also man kann ich muss ihn halt noch treffen, Entschuldigung. Ich muss ihn halt natürlich auch noch treffen. Also wenn ich dann daneben schieße, ist, ne, klar. Also kann man das mal so machen mit einem Panzer, den die meisten wahrscheinlich kennen werden, ist ja diese Top Gun vom KV-1S zum Beispiel, dieses 122mm Rohr da drauf. Das heißt also, wenn ich einen Panzer vor mir habe, der jetzt zum Beispiel 40 Panzerung hat, und ich würde dann genau, kannst du beliebig irgendwo hinschießen, völlig egal. Genau, das geht halt immer durch. Da ist auch, wie gesagt, da ist die Penetration auch weg. Also das ist dann auch erstmal egal, wie viel Pen ihr dann habt oder was ihr RNG euch würfelt. Ja, das ist dann in dem Fall nämlich egal. Also cool. Da geht's dann bumm. Ja, also mit diesem Overmatch, also da empfehle ich wirklich fast, sich diesen Text wirklich zwei, dreimal durchzulesen und vielleicht auch, wenn man es nicht ganz kapiert hat irgendwo, also ich brauchte auch wirklich zwei Anläufe, um das wirklich echt, wirklich zu reihen, wie das genau funktioniert ist, weil es eine ganze Menge Info ist auf einmal, wenn man da jetzt gar keine Ahnung von hat halt, ne? Und weil es halt ziemlich viele Zahlen sind und so weiter, bis man das dann erstmal begriffen hat und irgendwann ist dann, ja, klar, ist ja eigentlich auch logisch. Ja, also das kann ich auch nur empfehlen. Ich habe viele Leute, die halt mehrmals in meine Schulung gehen, also auch zwei oder dreimal, aber wirklich nach dem dritten Mal dann auch sagen, hey, jetzt habe ich es verstanden, ich kann es auch anwenden und ich weiß jetzt auch genau, wieso, warum, weshalb. Und es erhöht mein Spiel, also mein Spielstil und meinen Skill um Welten. Ja, also das allein dieses kleine Wissen aus jetzt den zwei Videos, die wir gerade gemacht haben, ist einfach schon so enorm. Das sorgt halt einfach dafür, dass mehr als doppelt so viele Schüsse, die ihr abgebt, auch wirklich mal Schaden machen. Wenn man es denn richtig anwendet, also wenn man es denn auch wirklich genauso anwendet. Ja, mit dem Hintergrundwissen spielt sich es auf jeden Fall wesentlich entspannter.
Genau, man muss allerdings auch noch dazu sagen, man muss jetzt natürlich auch erstmal seine Kaliber kennen, seine Munition kennen und auch die Gegner kennen, wie viel Panzerung die denn da so haben und so, und dann kann man das anwenden. Gut, dann würde ich fast sagen, dann kommen wir schon fast wieder zum Ende der heutigen Folge. Die hat jetzt ein paar Minuten länger gedauert. Ich hoffe, euch qualmen da draußen die Köpfe, dann haben wir alles richtig gemacht. Ja, Kann man nur genau. so Also, sagen. das ist auf jeden Fall eine Folge, die kann man sich öfter angucken. Sollte man vielleicht auch. Ja, also Und gerade von das mir mit aus dem schon mal. Overmatch, genau. Genau, ja, von mir aus auf jeden Fall schon mal bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Anschauen. Ja, genau. Wie gesagt, herzlichen Dank fürs Einschalten für alle. Ich empfehle noch halt dann vielleicht auch die komplette Penetrationsmechanik-Schulung beim Debug mitzumachen, die der Jan leitet, weil kann man wirklich eine ganze Menge lernen, kann man noch andere Fragen stellen, wenn Unsicherheiten sind und so weiter. Ansonsten einfach unten in die Comments reinhauen die Fragen, wenn ihr was nicht verstanden habt. Ja, ich bedanke mich bei euch allen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin dann. Ciao.